Guten Tag an alle Remnant Evangelisten, die in der ganzen Welt verstreut sind. 전 세계에 흩어져 계신 모든 렘넌트 전도자 여러분. Ich bin Remnant Sion Hong aus der Deutschen Immanuel Kirche. 저는 독일 이마누엘 교회에서 홍시온 렘넌트입니다. Wir feiern derzeit den Gottesdienst für die Missionen der Unternehmen hier in München, Deutschland. 저희는 현재 독일 뮌헨 산업 선교 예배를 드리고 있습니다. Lass uns alle zusammen singen und diesen Gottesdienst für die Mission der Unternehmen vor Gott bringen. 저희 다 같이 찬양하심으로 산업 선교 예배를 하나님 앞에 드리시겠습니다. Lass uns das Lied Nummer 421 tief in inneren meiner Seele preisen. 찬송가 421장 내 영혼의 극히 깊은 데서 찬송하겠습니다.
Lass uns das Lied Nummer 435, meine ewige Erbschaft, preisen. 찬송가 435장, 나의 영원하신 기업 찬양하겠습니다. 앞서서 드라이아니가 것 preisen. 마지막으로 성삼위 하나님 찬양하겠습니다. 주의 이름을 나 찬양합니다.
uns für den Gottesdienst still beten. 사회자 나오실 때까지 기도드리겠습니다. 안녕하십니까? Guten Tag. 저는 유럽 산업선교회 회장 김경국 장로입니다. Ich bin der Vorsitzende der Europa Unternehmensmission Presbyter Kyung-Kin. 현재 SN 오페라단에서 연주자 활동과 무역 회사를 운영하고 있습니다. Ich bin derzeit Opernsänger im Theater in Essen und ich bin Vorsitzender einer Import- und Exportfirma. 산업 선교 예배를 위해서 독일 임마누엘 교회 김동욱 장로님께서 대표로 기도해 주시겠습니다. Für den Gottesdienst der Mission der Unternehmen wird der Presbyter Dong-Uk Kim von der Immanuel Essen Kirche für uns beten. 안녕하세요. 저는 독일 임마누엘 교회 김동욱 장로입니다. Guten Tag, ich bin Presbyter Dong-Uk der Immanuel Deutschland Kirche. 산업 선교 예배를 위해 기도하도록 하겠습니다. Ich werde für den heutigen Gottesdienst beten. 하나님, 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 그리스도의 피로 구원하시고 세계 복음화에 사명 주심에 감사합니다. Gott, wir danken dir, dass du uns, die für ewig verloren werden, durch das Blut Christi gerettet hast und uns den Auftrag zur Weltevangelisation gegeben hast. 특별히 유럽 산업인 대회 및 전도 집회를 통해 유럽을 넘어 237 나라를 향한 중요한 전환점의 말씀 허락해 주심에 감사드립니다. Wir danken dir besonders für das Wort, das uns durch die Europäische Unternehmer- und Evangelisationskonferenz als wichtigen Wendepunkt für die 237 Nationen über Europa hinaus gegeben wurde. 하나님께서 이끌어 가시는 세계 복음화의 여정 속에서 우리의 연약함을 통해 하나님의 은혜와 역사가 더욱 드러나게 하시고 하나님이 하시는 그 일에 참된 증인으로 유럽의 모든 산업인과 영산업인들이 세워질 줄 믿습니다. Wir glauben, dass du durch unsere Schwächen in dem von dir geführten Weg der Weltevangelisation deine Gnade und dein Wirken noch mehr offenbarst und dass alle Unternehmer und Geschäftsleute in Europa als wahre Zeugen deiner Werke aufgestellt werden. 오늘 말씀을 전하시는 유광수 목사님께 성령의 충만함을 더하여 주시고 이 자리에 모인 유럽의 선교사님들과 산업인, 영산업인 그리고 함께 하시는 모든 분들에게 하나님의 최고의 은혜가 임하기를 기도드립니다. Philipp Pastor Jugangsu, der heute dein Wort verkündet mit dem Heiligen Geist, und ich bete dafür, dass dein größter Segen auf die hier versammelten Missionare, Unternehmer und Geschäftsleute in Europa und allen Anwesenden herabkommt. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. Amen. 산업 선교 예배는 전국과 전 세계에 동시에 생중계 중입니다. Die Predigt für die Unternehmen wird in der ganzen Welt zeitgleich ausgestrahlt. 세계 복음화 상임위원회 총재 유광수 목사님께서 나오셔서 산업 선교 메시지 주시겠습니다. Der Vorsitzende der Weltevangelisierungsallianz, Yu Gwang-soo, wird hervorkommen und uns die Predigt geben. 우리 산업인과 중직자들 또 우리 많은 제자들은 항상 생각해야 되는 게 있습니다. Es gibt etwas, woran unsere Kirchenältesten und Unternehmer immer denken müssen. 우리가 항상 생각해야 돼요. Wir müssen immer daran denken. 지금 무슨 일이 일어나고 있느냐? Was passiert gerade? 쉽게 말하면 여러분이 예배하고 기도할 때 무슨 일이 일어나냐? Einfacher gesagt, was passiert, wenn wir den Gottesdienst feiern und beten? 이 일이 일어나고 있습니다. Diese Arbeit entsteht. 보좌의 망대 여정 이정표가 이루어지고 있는 겁니다. Der Segen des Throns und des Wachtums und der Reise und der Wegweise entstehen. 단 정확한 언약을 잡아. Wir müssen an dem genauen Bündnis festhalten. 예, 정확한 언약이란 거는 많이 있지만은 어느 게 정확한 언약이겠어요? Es gibt viele bestimmte genaue Bündnisse, aber was ist das genaue Bündnis? 그 사람들이 이걸 잘 모르는 겁니다. Viele Leute wissen das nicht. 그래서 세계 교회는 안 되고 있습니다. Und deswegen geht die Welt, die Kirche in der Welt funktioniert. 정확한 언약이 뭡니까? Was ist das genaue Bündnis? 세 가지 흐름을 보는 게 정확한 언약이에요. Es ist das genaue Bündnis, dass man die drei Flüsse sieht. 세 가지 흐름이 뭡니까? Und was sind diese drei Flüsse? 지금도 구원 역사 일어나잖아요. Jetzt entsteht das Wirken der Rettung. 그게 중심이요. Das ist 그게 따라서 기도의 흐름, 말씀의 흐름이잖아요. Und daraus folgt der Fluss des Gebets und des Gottesdienstes. 그거 보는 게 정확한 언약이에요. Und das muss genau sein. 사람이 급해서 에멀전시를 타고 간다 합시다. Lass sagen, der Mensch hat gerade einen Notfall und muss irgendwo. 어디가 중요합니까? Was ist wichtig?
차가 무슨 차냐 뭐냐 그게 중요한 게 아니에요. Es ist nicht wichtig, was für ein Auto das ist. 어떻게 이 사람을 데려와서 빨리 살려주냐 이게 중요한 겁니다. Es ist wichtig, wie wir diese Person schnell transportieren und retten. 성경에 지금 구원의 역사 이루는 이게 첫 번째예요. Und das Allerwichtigste ist, wie man gerettet wird. 여기 따라서 말씀이 나오고 기도가 있는 거예요. Und daraus kommt das Wort und das Gebet. 근데 거기에 흐름이 있기 때문에 그 흐름을 잡는 게 정확한 언약을 잡아. Und hier gibt es einen Fluss und dass sie an dem genauen Fluss festhalten, das ist das genaue Bündnis. 예를 들어서 여러분 교회가 지금 개척을 시작했다. Zum Beispiel eure Kirche versucht sich neu zu reformieren. 이런 흐름이 달라요. Es versucht sich neu zu entstehen und der Fluss ist anders. 또 여러분 교회가 많이 부흥이 됐다. 어떻게 되죠? Und was passiert, wenn die Kirche sich erneuert? 흐름을 달리게 돼. Der Fluss muss sich verändern. 그러니까 이제 우리의 수구 목사님 교회는 제법 이렇게 크더라고요. Und die Kirche von Pastor Suku ist sehr groß. 그럼 어떻게 해요? Und was passiert? 빨리 세계 조직을 해, 조직. Wir müssen das komplett verändern zu einer Organisation. 그게 흐름이에요. Das ist der Fluss. 그 사람들 흐름을 놓치고 있는 겁니다. Aber viele Leute können nicht an diesem Fluss festhalten. 내가 개척을 한다. 완전히 현장을 돌아야 돼. Wenn ich eine Kirche aufbaue, dann muss ich das Umfeld mehr anschauen. 현장 돌면서 전도하는 것도 중요하지만 전도는 물론이고 제자를 찾는 겁니다. Ich muss mir das Feld anschauen und Jünger finden, aber umso wichtiger ist, dass wir das Evangelium verkünden müssen. 집회보다 제자를 찾아야 돼. Und eher wichtiger ist, Jünger zu finden. 여러분 꼭 기억해야 됩니다. Daran müssen wir uns erinnern. 이걸 가지고 집중할 때 두 가지가 일어나요. Wenn wir uns konzentrieren, dann entstehen zwei Dinge. 치유가 일어나고요. Es entsteht Heilung. 집중할 때. Wenn wir uns konzentrieren. 그리고 능력이 나타나는데 이걸 보고 서밋이라 그래요. Und es entsteht Kraft und das nennen wir Summit. 예, 꼭 기억해야 됩니다. Wir müssen uns daran erinnern. 그리고 이 세 가지를 하고 있으면 응답은 어떻게 오느냐는 거죠. Und wenn wir diese drei Dinge tun, wie kommen die Antworten auf uns? 이것도 모르는 사람이 많아. Es gibt viele Leute, die das nicht wissen. 이거는 보이니 이거는 좀 이따 오는 거고요. Und das sehen wir und das kommt später. 여러분 예를 들어 충격 받아가지고 한 달 동안 충격 받아 있다. 이제 죽는 건 좀 이따 죽는 거예요. 그렇죠? 그리고 응답은 충격 받은 그게 응답이에요. Wir bekommen einen 그렇잖아요. Schock. 그게 사실이잖아요. Und dieser Schock beeinflusst uns erst später. Ein Monat später sterben wir, aber weil wir vorher 반대로, einen Schock hatten. 우리가 너무 기쁘고 너무 행복하면 몸이 살아나겠죠. 그 나중에 그 일어나는 일이란 말이에요. Und wenn wir so glücklich und gesund sind, das entsteht, das sehen wir alles erst später. 그리고 진짜 응답은 내가 지금 정말 행복하고 힘으로 하나님 은혜고 나 하나님 나와 함께 하시기 느끼는데 그게 응답이에요. Und die wahre Antwort ist, dass wir jetzt glücklich sind, dass wir Gottes Gnade haben und glücklich sind mit seiner Gnade. 이게 응답으로 옵니다. Das kommt als eine Antwort. 하나님의 나라와 하나님 나라의 일 이게 응답으로 옵니다. Gottes Reich und die Arbeit von Gottes Reich kommt als unsere Antwort. 이건 제 얘기 아니고 예수님 얘기예요. Das ist nicht meine Predigt, sondern Jesus Predigt. 단지 내가 강조하는 거는 제가 그렇게 누리고 봤기 때문에 얘기를. Was ich betone ist, weil ich es so verstanden habe und so genieße. 그렇다면은 진짜 산업인들이 응답받는 사람들은 이걸 봤어요. Und wenn das so ist, dann die Leute, die wahren Unternehmer Antworten bekommen haben, haben das hier gesehen. 어떻게 보면은 이 사람들만 응답받았다라고 말해도 과한 말은 아닙니다. Die Unternehmer, die Rom gesehen haben, ist keine Übertreibung, wenn man sagt, nur sie haben die Antwort. Wieso ist das so? 이게 중요하죠. 왜 그래요? Das ist wichtig. Wieso ist das so? 왜 로마입니까? Wieso ist es Rom? 흑암막을 237 5천 종족이 로마였어요. Denn die 237 Nationen und die 5000 Völker, dass es aufhalten kann, warum? 그래서 이걸 모르면 어떻게 됩니까? Und was passiert, wenn wir das nicht wissen? 여러분과 후대가 어려움을 당해요. Ihr und eure nächste Generation, ihr werdet Schwierigkeiten haben. 아무 잘못 없이 당해요. Obwohl ihr nichts falsch gemacht habt. 그게 성경의 교훈입니다. 이게 이제 노예로, 포로로, 나중에 유랑민으로. Und ihr werdet dadurch versklavt und gefangen und zur Kolonie. 일단 이걸 알면 지금 브리스가 부부 누린 걸 당연히 누릴 수 있어요.
Denn wenn wir das wissen, dann können wir den Segen genießen, die das Ehepaar von Priscilla genossen hat. 로마를 아니까. 그러니까 여러분 이게요. 지금 오늘도 여러분이 또 내일도 그럼 계세요. 내가 사는 동안에 최고의 기회예요, 지금. Denn heute und morgen, während wir leben, ist es die beste Gelegenheit. 야, 내가 지금 이 교회 장로로 있다. 이 최고의 기회다. 이걸 못 느끼면 다 놓칩니다. Ich bin hier Presbyter in dieser Kirche. 그렇죠. Es ist die beste Gelegenheit, aber wenn wir das nicht genießen können, ist es ein Problem. 그 이제 쉽게 말하면 이 영적으로 멍청이거든. 왜 못 누리는 거요? Und anders gesagt, ist man ein Dummkopf geistig gesehen. 그 다락방 얘기 와서 불평 불만한 그런 시간이 있습니까, 진짜? Haben wir wirklich Zeit dafür, die ganze Zeit Tarabang zu kritisieren? 저는 저 이 기도하기도 바빠요. Ich bin schon beschäftigt, dieses Gebet zu führen, 777. 아니, 응답하기도 바쁘다니까요. Ich habe keine Zeit, ich muss antworten bekommen. 최고의 기회를 만드셔야 돼요. Und deswegen, ihr solltet die beste Gelegenheit sehen. 아, 내가 이 교회를 내가 지금 다니고 있는 신자가 됐구나. 이거는 내게 최고의 기회다. Ich bin ein Gläubiger, der in dieser Kirche ist und das ist die beste 맞죠? Gelegenheit. Ist das nicht so? 거의 저도 전도사, 교육 전도사, 그냥 전도사 다 해봤어요. 강도사, 부목사 다. Ich war alles schon mal, alle verschiedenen assistierenden Evangelisten und Pastoren. 대부분 사람들의 특징, 기회를 놓치더라고요. Aber die Eigenschaft, die meisten Leute haben, sie können nicht an der Gelegenheit festhalten. 내보다 훨씬 똑똑한데요. 기회를 놓치. Sie sind viel intelligenter als ich, aber sie können nicht an der Gelegenheit festhalten. 진짜 내보다 학벌도 좋고요. 내보다 조건이 너무 좋아요. 근데 기회를 놓치. Sie haben viel bessere Bedingungen und eine Bildung als ich, aber sie können nicht an dieser Gelegenheit festhalten. 근데 속으로 아이고 병신들아, 그게 병신이요, 딴 게 병신이 아니요. Und ich dachte mir alleine, was für Dummköpfe sind das? 복음 전하는 교회 와서 복음의 축복 못 받는다, 그거 천하의 등신이요. Denn es ist der größte, 그렇죠? Man ist ein größter Dummkopf, wenn man in der Kirche nicht diesen Segen genießen kann. 이걸 본 겁니다. Aber sie konnten das sehen. 이게 이제 복음 본 거죠. Sie konnten das Evangelium sehen. 이때 하나님이 이 응답을 주신 거예요. Zu dem Zeitpunkt hat Gott diese Antwort gegeben, 300%. 자, 100% 응답이 어떻게 왔는가 한번 보세요. Wir müssen sehen, wie kommen 100% Antworten. 보좌의 망대 응답 100%가 브리스가 부복에 온 거예요. Und zwar der Wachturm des Throns, diese 100%ige Antwort kam zu Priscilla. 그게 뭐죠? Und was kam dann? 사도행 2장 10절입니다. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 2, 야, Vers 10. 여기 참석한 겁니다. Da konnten sie es finden. 여기는 사실은 갈보리산, 감람산, 마가다락방을 체험한 거 아닙니까? Und dort konnten sie Kalvarienberg, den Ölberg und Markus Obergemach genießen. 쉽게 말하면 보좌의 망대 100% 임해버린 거죠. Und anders gesagt, konnten sie wirklich diesen Wachturm des Throns 100%ig genießen. 자, 이때부터 보세요. Und zu dem Zeitpunkt. 산업의 망대 100% 이루어진 거예요. Sie konnten den Wachturm der Unternehmer 100%ig genießen. 그게 뭐죠? Und was ist das? 사도행전 18장입니다. Apostelgeschichte Kapitel 18. 여기서 중요한 거 나오죠? Hier kommt etwas Wichtiges raus. 하나님이 만남의 축복을 주시. Gott gibt den Segen des Treffens. 아주 중요한 건 하나님께서 만남의 축복만 주는 게 아니고 여기서 산업의 축복을 주시. Nicht nur das Segen des Treffens, sondern Gott gibt den Segen des Unternehmens. 또 하나님께서 여기에서 이제 그 아주 중요한 회당이라는 이 이제 쉽게 말하면 응답을 받쳐준 거죠. Gott gibt dort die wichtige Antwort der Synagoge. 대성공한 겁니다. Und sie konnten erfolgreich sein. 세 번째는 뭡니까? Und was ist das dritte? 이렇게 오게 돼 있는 거요. Es wird so kommen. 시스템 100% 영다. Das System 100%. 자, 드디어 어떤 시스템이 나옵니까? Endlich, was für ein System entsteht? 복음 잘 전할 수 있는 절대 흔들리지 않은 렘넌트를 만난 겁니다. Man konnte die Remnants finden, wodurch das Evangelium niemals zerstreut wurde. 아볼로입니다. Es war Apollos. 이 사람 통해서 많은 역사 일어나죠. Durch Apollos ist sehr viel entstanden. 그 정도가 아닙니다. Nicht nur bis zu dem Punkt. 브리스가와 그 집에 있는 교회. Priscilla und die Kirche. 너무나 말 많은 고린도 교회. 브리스가 부부 들어가는 바람에 살아납니다. Und zwar in der Korintherkirche, wo es so viel Aufruhr gab, ist Priscilla hingegangen. 쓸데없는 말만 하고 있는 교회.
브리스부터 살아나버린 거예요. Und zwar die Kirche, die so viel Unnötiges gesagt haben, Priscilla hat das gehalten. Und die Leute haben ihre Zeit verschwendet, Unnötiges zu sagen. 아까 그리고 박진우 전사 인사를 하기로 했어. 야 간단해 세계 복음화는. Und ich habe vorhin der assistierende Pastor Tino Pakis gekommen und ich habe gesagt, 이번 메시지 이거 누리면 돼. Die Evangelisierung ist 쓸데없는 말로 시간 다 보내. Und mach nichts Unnötiges. 쓸데없는 생각으로 시간 다 보내. Mach keine unnötigen Gedanken. 아무 가치 없는 걸로 시간 다 보내. Und verschwende deine Zeit nicht. 당연히 안 되지. Es funktioniert natürlich dann nicht. 그러게. 교회 그 지금 70% 내지 90% 지역 따라 다른데 미자립 교회. Und es gibt so viele Kirchen, die gerade 살아나지를 못해. Sie können nicht belebt werden. 그래 살려. Und wir sollten diese Kirchen beleben. 이런 좋은 기회이냐 기회. Es ist so eine gute Gelegenheit. 아니 좋은 목사님 만나지 장로님 만나지 이 기회잖아요 기회. Wenn wir solche tolle Presbyter und Pastoren treffen, das ist eine so eine tolle Gelegenheit. 기회를 놓치면 안 돼요. Wir dürfen müssen an dieser Gelegenheit festhalten. 드디어 보세요. Und letztendlich? 이 불소 키를 놓치지 않습니다. 시스템 보세요. Wir können an diese Gelegenheit festhalten. Wir halten an das System fest. 이렇게 들어갔습니다. Wir gehen hier rein. 성령 충만이 무슨 말인가 오늘 지금 이해했습니다. Was bedeutet die Erfüllung des Heiligen Geistes? 나에게 그리스도께 주신 망대로 충만해지는 것이 성령 충만의 시작입니다. In mir, wenn der Wachtum von Christus erfüllt wird, das ist die Erfüllung des Heiligen Geistes. 약속된 현장 살리는 보좌의 여정을 가는 게 성령 충만이요. Und die Reise des Throns zu gehen, was versprochen wurde, das ist die Erfüllung des Heiligen Geistes. 여러분 산업에 절대 망대를 세우는 것이 성령 충만이요. Und in unserem Unternehmen den absoluten Wachtum aufzustellen, das ist die Erfüllung des Heiligen Geistes. 아, 이 자리 참석했나 모르겠는데 청년이 저게 질문 두 가지를 했어요. Und ich weiß nicht, ob diese Person hier teilnimmt, aber ein junger Erwachsener hat mir zwei Fragen gestellt. 청년의 때에 지금 뭘 하면 좋겠냐 하는 질문을 했어요. Was wäre es gut als junger Erwachsener jetzt zu tun? 또 약간 질문이 세밀하게 청년 때만 할 수 있는 게 뭡니까? Und genauer gesagt hat er gesagt, was muss man als junger Erwachsener tun? 지금 인지 모르겠지만 전달되겠죠. 질문을 중요한 게 있어요. Und er hat eine sehr wichtige Frage gestellt. 그래서 우선 제가 한 거 두 가지 합니다. 청년 때 한 거. Und zuallererst habe ich gesagt, was ich gemacht habe. 청년은 교회에서 지금 당에도 있고 어른들이기 때문에 이래라 저래라 할 수는 없어요. Als junger Erwachsener ist man in verschiedenen Positionen. 그럼 늘 판단 결정을 위해서 하기 때문에 여러분들이 그게 끼어들 수 있는 상황이 지금 못 된다 말이에요. Und die jungen Erwachsenen haben meistens nicht die Entscheidungskraft. 그러나 여러분들이 교회에서 꼭 해야 되는 게 뭐냐? 저는 그랬습니다. Aber was ist das, was ihr in der Kirche tun müsst? Das habe ich gemacht. 그러니까 저를 아는 사람 모든 사람들은 저 전도사님은 전도를 열심히 하네 이렇게 알고 있습니다. Und die Leute, die mich kennen, sie werden sich denken, dieser Evangelist hat fleißig evangelisiert. 그래서 꼭 그런 사람이 생기더라고요. Und dann entsteht auf jeden Fall so eine Person. 그 사람한테 손잡고 전도를 계속. Man hält zusammen die Hand fest und man geht evangelisieren. 네, 그렇게 했고요. 그 다음에 뭐 했냐? 300% 준비했어요. So habe ich das gemacht. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe mich 300%ig vorbereitet. 그걸 하셔야 됩니다. Das müsst ihr tun. 그걸 이제 청년 때만 돼요. 나이 들어서는 안 되느냐? 그건 아니지만 그래도 다릅니다. Das könnt ihr nur als junger Erwachsener tun. Geht das nicht, als wenn man älter ist? Das ist nicht so, aber es ist 또 anders. 또 무슨 질문을 했냐면 두 번째 질문은 내가 답이 다 났는데 어째서 내 생각 자꾸만 내 거기에 잡히고 이렇게 되느냐? 하는 질문입니다. Ich hatte eine zweite Frage, weil ich habe zu alles eigentlich eine Antwort, aber trotzdem werde ich von meinen eigenen Gedanken gefesselt. 일단 그 질문을 했다는 자체가 이 사람은 축복받을 사람입니다. Und allein schon, dass er sich so eine Frage stellt, bedeutet, 그렇죠? dass diese Person 응답받을 사람이에요. Das ist doch so. Er hat die Antwort erhalten. 응답 못 받은 사람은 그런 생각 안 합니다. Denn die Leute, die die Antwort nicht erhalten haben, sie 지 생각이 다요. Denn all ihre Gedanken sind nur ihre Gedanken. 지 생각이 다 뭐 그래. 거짓말까지 못해서 다요. Und all ihre Gedanken sind ihre Gedanken, sogar Lügen. 남 해치기 위해서 다야. Und alles, woran sie denken. 그게 무슨 성령인으로 바뀌었어요. 그렇죠. Aber wie ist das, die Erfüllung des Heiligen Geistes? 이 청년이 이 질문을 했다는 자체가 이 사람은 축복받을 사람. Aber dass dieser junge Erwachsene allein sich so eine Frage gestellt hat, er ist gesegnet. 사람은 나중심으로 가버리면 창세기 3장 6장 11장에 빠져버린다니까요. Aber wenn die Leute von sich selbst gefasst sind, dann sind sie gefesselt von Genesis Kapitel 3, 6, 11. 그래서 어떻게 하면 좋겠냐는 거죠. Und dann hat er sich gefragt, was kann ich tun? 그래서 24라는 거는 그냥 그런 생각이 들 때마다 편안하게 기도하는 게 24입니다. Und das, was 24 ist, dass wir, wann immer wir dran denken, ganz angenehm beten. 아니야, 기도 잘 안 되네. 기도할까? 이게 24예요. Das Gebet funktioniert gerade 그렇죠. nicht. Soll ich beten? Das ist 24 Stunden. 그럼 뭐 기도해야 되겠는데. 뭐 그때 어떨 때 힘들 때 기도가 나오잖아요. 그게 다 24예요. Und mir geht's gerade schlecht. Ich glaube, ich muss beten. Das ist 24 Stunden Gebet. 단지
한 번씩 가다가 집중을 해달라 이거야. Und ab und zu bedeutet, ihr sollt euch konzentrieren. 오늘 그 청년에 대한 답입니다. Und das ist die Antwort für diesen jungen Erwachsenen. 이렇게 집중을 해주는 겁니다. Ihr sollt euch konzentrieren. 예, 바울도 그렇게 얘기했어요. Paulus hat das auch so gesagt. 로마서 7장 23절 25절에 왜 내가 이럴까? Römer Kapitel 7. 바울도. Paulus hat sich gefragt, wieso. 아, 내 속에 두 사람이 있구나. Wieso habe ich solche Gedanken? 아, 나 성령의 사람으로서 왜 나 자꾸 육신이 이렇게 자꾸 되지 이렇게. Ich bin doch eigentlich eine Person des Heiligen Geistes. Wieso habe ich solche Gedanken? 그래서 바울이 대단한 인물입니다. Und deswegen war Paulus ein unglaublich. 축복받은 사람이에요. Er war ein. 다른 사람들은 그런 고민 안 해요. Denn andere Personen haben nicht solche Sorgen. 근데 바울이 한 거예요. Aber Paulus. 그래서 끝에 보면은 그리스도를 주신 하나님께 감사하리로다 그랬어요. Und am Ende hat er gesagt, ich bin dankbar dem Herrn, der mir Christus gegeben hat. 아, 결국은 그리스도 아니면 내가 안 되구나. Und er kam zur Konklusion, ohne Christus geht das nicht. 그게 답입니다. Das ist die Antwort. 그래서 이제 이 우리 산업인들이 정말 여러분이요 이걸 가지고 로마를 봐야 되는데 이미 지금 로마에 와 있단 말이에요. 와 있기 때문에 여러분들은 더 쉽게 응답을 들을 수가 있죠. Deswegen die Unternehmer, ihr sollt euch das anschauen und ihr seid bereits in Rom. Deswegen müsst ihr die dran festhalten. 절대망대 세 개 놓치지 마세요. Und ihr solltet unbedingt an den absoluten Wachtürmen die drei Dinge festhalten. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 Nun sei die Gnade des Herrn Jesus Christus. 하나님의 사랑과 die unendliche Liebe Gottes. 성령님의 역사하심이 die Führung, Gemeinschaft und Arbeit des Heiligen Geistes. 전국 세계에 있는 산업인들을 위해 mit allen Unternehmern auf der ganzen Welt. 지금부터 영원까지 von jetzt an 항상 함께 계실지어다. Auf immer und ewig. Amen. Amen.